Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Nach dem Terror in Brüssel erhöhte Sicherheit auch in Tegel. Diskussion um Neubau des Olympiastadions und das Wetter. Zu Ostern wird es freundlicher. Wie freundlich genau? Mehr dazu am Schluss der Sendung. Willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 22. März. Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag am Brüsseler Flughafen Zaventem werden von den Flughäfen Tegel und Schönefeld voraussichtlich bis auf Weiteres keine Flugzeuge nach Brüssel starten. Auch die Sicherheitsmaßnahmen wurden am Dienstag erhöht. Unklar war am Dienstagvormittag zunächst auch, ob der mutmaßliche Terroranschlag in Brüssel Auswirkungen auf das Fußball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England am Samstag in Berlin hat. Fans des Länderspiels wird jedoch eine frühzeitige Anreise empfohlen. Innensenator Henkel sagte, das Sicherheitsniveau sei sehr hoch. Berlins regierender Bürgermeister sprach den Opfern der Anschläge sein Mitgefühl aus. Die Flaggen der belgischen Botschaft wehten am Dienstag auf Halbmast. Ein Kondolenzbuch für die Opfer der Anschläge liegt aus. Hunderte Berliner drückten darin ihre Anteilnahme aus. Fast 2000 Personenkontrollen. Nach dem Angriff linksextremer Gewalttäter auf einen Polizisten in der Rigaer Straße hat die Polizei ihre Personenkontrollen massiv ausgeweitet. Vom 13. Januar bis zum 29. Februar gab es im Gebiet um die Rigaer Straße in Friedrichshain fast 1.900 sogenannte Identitätsfeststellungen durch die Polizei, wie die Zeitung Neues Deutschland am Dienstag berichtet. Dabei wurden Daten von fast 1.600 Menschen erfasst. Gespeichert wurden im polizeilichen Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung Name, Vorname, Geburtsdatum sowie die Wohnanschrift. Ausbildung beim Land Berlin. Das Ausbildungsangebot im Land bleibt weiter auf hohem Niveau und konnte 2015 gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich verbessert werden. Das gab am Dienstag Finanzsenator Matthias Kollatz an nach der Sitzung des Senats bekannt. Im Haushaltsjahr 2015 erreichten demnach die für Ausbildungszwecke verwendeten Mittel mit mehr als 120 Millionen Euro einen neuen Höchststand. Im Jahre 2015 waren somit zum Stichtag 15. Oktober rund 9.100 unter Einbeziehung sogenannter Ausbildungsverbünde sogar rund 9.200 Ausbildungsplätze im unmittelbaren und weiter rund 2.300 im mittelbaren Landesdienst besetzt. Das waren rund 10% mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Einen sehr großen Anteil nehmen dabei die Ausbildung in den Vollzugsdiensten der Polizei und Feuerwehr, im Bereich der Rechtspflege, in der Steuerverwaltung sowie die Vorbereitung auf das Lehramt ein. Viele Kinder im Auto nicht genug gesichert, nicht angeschnallt oder ohne Kindersitz. Viele Kinder sind im Straßenverkehr in der Hauptstadt nicht ausreichend gesichert. Das geht aus der Antwort der Innenverwaltung auf eine schriftliche Anfrage der SPD hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach wurden im vergangenen Jahr 719 Verstöße registriert, bei denen ein Kind ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug saß. In 12 Fällen waren es sogar mehrere. 2014 wurden demnach 261 Fälle mit einem Kind und weitere 27 mit mehreren bekannt. Dabei geht es um Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Weitere hunderte Verstöße kamen hinzu, weil Heranwachsende zumindest nicht vorschriftsmäßig gesichert waren. Beide Fälle werden mit Bußgeld geahndet. Diskussion um Olympiastadion. Der Senat sieht keine Gründe, sich an einer Diskussion um eine neue Fußballarena in der Hauptstadt zu beteiligen. Hertha BSC hat aktuell gegenüber der Senatsverwaltung für Inneres und Sport diesbezügliche Pläne nicht geäußert, teilte die Verwaltung mit. Hertha-Manager Michael Preetz hatte die Debatte um einen möglichen Stadionneubau Anfang dieser Woche neu belebt. Um langfristig die Zukunft des Vereins zu sichern, müsse sich der Fußball-Bundesligist mit diesem Thema beschäftigen, hatte Preetz bemerkt. Sonderausstellung Kriegsbunker. Die Berliner Unterwelten zeigen seit Dienstag in ihrer neuen Ausstellung den Flakbunker Humboldthain als riesiges 3D-Modell. Das 2,16 Meter lange und 1,14 Meter hohe Exponat aus Holz entstand anhand originaler Fotoaufnahmen sowie mit Hilfe von Abmessungen am Originalturm.
Um es transportabel zu machen, wurde es in 12 einzelnen Segmenten konstruiert. Die Bauzeit für das Modell im Maßstab 1:35 betrug von der ersten Zeichnung bis zur Fertigstellung 6 Monate, also genau die gleiche Zeit, die damals der Bau des echten Flakturms Humboldthein benötigte. Die Dauerausstellung ist ab dem 24. März bis Ende Oktober geöffnet. Großer Andrang. Am gestrigen Montag, übrigens auch dem internationalen Tag des Puppenspiels, verwandelten sich die Schönhauser Alleakarten in ein kleines Kinderparadies. Puppenspieler verzauberten mit traditionellen Märchen, eine gläserne Werkstatt zeigte, wie Puppen entstehen und ein Puppendoktor reparierte sogar kleinere Blessuren an Lieblingspuppen der Besucher. Der Tag des Puppenspiels wurde übrigens im Jahre 2002 von der UNIMA, der Internationalen Vereinigung der Puppenspieler und Figurtheaterinteressierten, ins Leben gerufen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. In der Nacht bleibt es zur Abwechslung mal trocken, der Himmel ist nur leicht bewölkt, das Quecksilber fällt auf 6 Grad. Der Mittwoch hingegen startet bereits wieder mit leichtem Regen. Den ganzen Tag über beherrscht uns dieses nasskalte Wetter. Die Höchstwerte von 8 Grad sind auch nicht gerade berauschend. Die Sonne zeigt sich indes ab und an auch mal. Und der Ausblick in Richtung Osterwochenende? Ab Donnerstag lockert die Wolkendecke Gott sei Dank mehr und mehr auf. Auch die Temperaturen klettern nach oben. So wie es ausschaut, wird das Osterwochenende recht freundlich. Es wird wärmer und auch die Sonne zeigt sich öfter. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.